Hallo und herzlich willkommen im Keller und ich muss ein kleines Update abgeben zur Schottland-Tour. Dazu erstens, dieses Video ist nur interessant für die Leute, die sich für die Schottland-Tour interessieren, die da entweder mitwollen, noch drüber nachdenken oder mir entsprechend schon eine Mail geschrieben haben, dass sie mitwollen. So, für alle anderen nicht interessant. Außer ihr wollt mal wieder ein paar blöde Sprüche von mir hören. Das könnte eventuell dazu kommen, dass mir da zwei oder drei einfallen. Vielleicht auch nicht. Ich kann es nicht garantieren. Also nicht traurig sein, wenn am Ende keiner kam und ihr habt eure Lebenszeit verschwendet, um dieses Video zu gucken. Also lasst es lieber gleich. So, ich sollte an meinem Marketing arbeiten, glaube ich. Ich soll nicht immer den Leuten erzählen, dass sie meine Videos nicht gucken sollen. Habe ich neulich mal gehört. Gut, egal. Jedenfalls habe ich einen Haufen Mails gekriegt von einem Haufen Menschen, die da gerne mitwollen würden. Und das freut mich wirklich sehr. Insbesondere, dass wirklich viele sind. Das macht zwar jetzt viel Arbeit, aber das ist schon, ja, das freut mich durchaus doch sehr. Und demzufolge wird die Tour auf jeden Fall auch voll. Und zweite und theoretisch dritte. Beide, zweite und dritte, werden aber nicht stattfinden. Aber damit ich mein schlechtes Gewissen ein bisschen beruhigen kann, dass ich einen Haufen Leuten absagen muss, würde ich besagtem Haufen, dem ich absagen muss, anbieten, dass ich bei der nächsten Männer im Wald Tour in Deutschland, dann wahrscheinlich auch ein ganzes Wochenende, dass man mal sagt, man macht von Freitag, Samstag auf Sonntag, und auch wirklich dann wieder nicht stationär, sondern schon ein bisschen mit Wandern, also eine Tour, dann würde ich denen halt anbieten, dass ich sie erstmal auf die, sagen wir mal, wie heißt das beim Fliegen? Fast Lane oder was, wo man sich anstellen darf und zuerst in den Flieger darf, bevor alle anderen hinterher dürfen. Also sowas in der Richtung würde ich dann auch mal einrichten wollen. Also sprich, wer jetzt nicht mit kann, dem schreibe ich dann, bevor ich öffentlich die nächste Männer im Wald Tour ankündige, dann kriegt derjenige oder diejenige vorher eine Mail und dann schreibe ich da entsprechend, frage ich dann da halt schon mal nach, ob da Interesse an der nächsten Tour bestände und erst dann werde ich die öffentlich anpreisen, also ein Video machen und fragen, wer will mit. Also das so als kleines Trostpflaster für diejenigen, die jetzt leider nicht mit können. Und das wollte ich jetzt einfach hier schnell mal im Video erklären, damit ich dann ein bisschen weniger tippen muss in den E-Mails, wo ich dann quasi die Absage formulieren muss. Jo, das mache ich überhaupt nicht gerne. Mache ich überhaupt nicht gerne. Wichtig ist in diesem Zusammenhang noch, ich hätte wirklich super gerne jeden mitgenommen, der Interesse daran hat. Absolut alle, also da ist niemand dabei, wo ich sagen würde, nö, will ich nicht, gar nicht. Es geht halt nur leider wirklich einfach nicht, das ist ja auch, das versteht ihr ja auch sicher und viele von denen, ja viele haben ja auch geschrieben, wenn es nicht klappt, bin ich auch nicht beleidigt und guck trotzdem weiter deinen Krempel und so weiter und das beruhigt mich auch sehr, aber ja, ich muss halt irgendwie in irgendeiner Form jetzt besagte Auswahl treffen. Für diejenigen, die dann dabei sein werden, ich habe jetzt euch auch noch in der Regel keine Zusage geschickt, ich glaube zwei haben schon eine, der Rest hat noch nichts. Ich bin dran. Ich versuche das jetzt so schnell wie möglich. Also wenn ihr dieses Video seht, dann dauert es vielleicht noch so 3 Tage, 4 Tage. Wenn ihr nach 3 bis 4 Tagen nichts von mir gehört habt, dann bitte nochmal meckern und fragen, ob ich euch vergessen habe. Das könnte dann nämlich tatsächlich der Fall sein. Ich hoffe wirklich sehr, dass es dazu nicht kommt. Aber gebt mir bitte nochmal 3 Tage. Ich habe jetzt absichtlich ein bisschen gewartet, einfach weil ich nicht nur einen Tag Zeit lassen wollte, dass halt die Leute das Video angucken können, sondern schon ein bisschen länger. Erfahrungsgemäß dauert es immer so 3 bis 4 Tage, 5 Tage, bis die regelmäßigen Zuschauer mein Video geguckt haben. Die aktuellen Sachen, die ich so hochlade, insbesondere wenn es lange Videos sind, dann geht es nochmal ein bisschen länger. Da muss man ja auch erstmal die Zeit haben, sich das anzugucken. Das ist ja auch alles völlig in Ordnung. Und daher zieht sich das ein kleines bisschen. Aber ich vermute schwer, dass alle E-Mails, die ankommen sollten, angekommen sind. Also die E-Mail, wer befragt hat, ob die richtige E-Mail-Adresse verwendet worden ist. Ja, ist. Das sind, glaube ich, 2 Leute, die das wissen wollten und sich da nicht ganz sicher waren. Hat also voraussichtlich funktioniert, vermute ich. Ja, was will ich noch erzählen? Genau, wichtig ist jetzt mir noch, persönlich mir wichtig, euch zu erzählen, nach welchen Kriterien ich jetzt vorgegangen bin, um zu sagen, wer darf mit und wer darf nicht mit, einfach damit das möglichst transparent ist. Könnte ich jetzt ja einfach nach Sympathie machen, aber
Es gibt schon noch ein paar mehr ausschlaggebende Gründe, weshalb ich die einen Leute bevorzuge, die anderen weniger. Und ich hoffe, die sind alle möglichst fair und logisch nachvollziehbar. Und deshalb möchte ich sie auch gerne nennen, damit ich nicht, nachher nicht als böser, wer auch immer Ben dastehe, Kommerz Ben oder Egoismus Ben oder was auch immer. Na, also folgendes. Ich habe mir überlegt, zunächst mal, das ist leider notwendig, aber das ist, glaube ich, auch wirklich gut nachvollziehbar. Ich brauche noch Ausrüstung. Also die Gruppe braucht Ausrüstung. Zelte vor allen Dingen. Und wer ein Zelt hat, der hat ein kleines Plus. Das ist jetzt böse, dass derjenige ein Plus hat aus materiellen Gründen, aber es macht halt nun mal in Gottes Namen Sinn. Irgendwo muss die Ausrüstung herkommen und ich kann keine drei Zelte kaufen. Demzufolge. Ich denke, das ist für jeden mit ein bisschen gesunden Menschenverstand schon relativ gut nachvollziehbar. Jetzt fühlt sich aber derjenige von denen, die mir geschrieben haben und gesagt haben, ich habe ein geeignetes Zelt, bitte nicht dadurch benachteiligt und hat jetzt bitte nicht das Gefühl, dass er nur wegen dem Zelt mitkommen darf. Ich möchte nochmal betonen, jeder, der irgendwie mit wollte, ist mir grundsätzlich super sympathisch und ich würde theoretisch jeden davon mitnehmen. Es ist nur ein winzig kleines Plus. Und das könnte unter Umständen ein winzig kleines Plus, das über dem nicht vorhandenen winzig kleinen Plus liegt, sein, was halt eben den Unterschied ausmacht. Es kann aber auch sein, dass derjenige, der ein Zelt dabei hat, und auch da bitte jetzt nicht davon ausgehen, dass er nur wegen dem Zelt mitkommt, auch so mitgekommen worden wäre aufgrund anderer Gründe. So, also bitte das nicht überinterpretieren. Und zwar sind die anderen Gründe, dass ich aufgrund dessen, dass der Hauptsinn und Zweck meines YouTube-Kanals ja ist, Leute für die Natur zu begeistern, da einen gewissen Fokus auf tendenziell eher ein bisschen jüngere Leute legen möchte, sofern die überhaupt meine Videos gucken. Jetzt ist es ja so, dass mein Kanal statistisch gesehen von einem 35- bis 40-jährigen eher geschaut wird. Das ist so statistisch. Der Durchschnittszuschauer, da gibt es ja so schöne Statistiken, die YouTube da aufstellt. Woher die das Alter der jeweiligen Leute, die da YouTube gucken, wissen, weiß ich auch nicht. Aber das wissen sie scheinbar irgendwoher. Und ich profitiere da halt von und weiß, was so mein Durchschnittszuschauer an Alter mitbringt. Die Schwankung ist relativ groß. Und jetzt ist es so, da ich ja Leute von der Natur begeistern möchte, damit die dann quasi durch das Wissen über die Natur automatisch auf die Idee kommen, dass sie die Natur jetzt auch schützen müssen, ist es einfach nachhaltiger, wenn man das jemandem möglichst früh einbläut. Also am Anfang des jeweiligen Lebens. Und das soll auf gut Deutsch heißen, wenn ich mir ein Junges mitnehme und dann gleich von der Natur begeistern kann, dann hält das möglicherweise 80 oder 90 oder 100 Jahre, je nachdem, wie alt die Leute dann werden, wenn es soweit ist, an. Und das ist halt nachhaltiger, so leid mir das tut, als wenn ich jetzt jemanden mitnehme, der von mir aus 90 ist. Da ist damit zu rechnen, dass da schon eine gewisse Vorliebe zur Natur vorhanden ist. Andererseits ist es wieder saumäßig schwierig. Man könnte nämlich auch sagen, man nimmt bevorzugt lieber ältere Leute mit, weil die ja für alle anderen auf der Tour eine enorme Bereicherung darstellen, weil die haben was zu erzählen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich inzwischen sehr, 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 sehr zu schätzen gelernt habe, am Umgang mit Leuten, die erheblich weiser und erfahrener sind als ich. Da kann man ordentlich was lernen und die haben wirklich extrem was zu erzählen. Aber es ist halt eben das Hauptargument, dass wenn ich jetzt junge Leute wirklich begeistern kann für die Natur und die dann innerhalb ihrer Generation, bei der es an Begeisterung für die Natur eben fehlt, habe ich den Eindruck, eventuell ihrerseits wieder ein bisschen Begeisterung weitergeben können, dann ist das einfach, ja, dem Hauptziel meines ganzen Kanals eher gedient. Als der Gruppe einen Gefallen zu tun, indem man eben alte, ältere, erfahrene Menschen mitnimmt, die zwar, wie gesagt, zur Gruppenbereicherung enorm beitragen würden, aber mir geht es primär darum, dass ich ja den Planeten retten möchte und da ist es einfach hilfreicher, tendenziell eher jüngere Leute begeistern. Ich hoffe, das ist auch vielleicht irgendwie so halbwegs nachvollziehbar. Ich brauche ja irgendwelche Kriterien und es tut mir auch schwer, mir welche zu überlegen, aber das war halt eine Sache, die mir dann eingefallen ist. Ja, so, dann
Was war noch? Richtig. Tendenziell möchte ich auch lieber Anfänger mitnehmen. Ähnliche Gründe, wieso ich tendenziell eher junge Leute mitnehmen möchte. Das ist auch für mich einfach wichtig, weil ich ja lernen möchte auf der Tour, eine Tour für Anfänger zu organisieren. Kann ja nicht voraussetzen, dass das jetzt alles Profis sind und jeder ohnehin schon weiß, was er tut und so weiter und so fort. Da gibt es jetzt zwar auch einige unter den Bewerbern, die das sehr wohl auch schon alles wissen, aber tendenziell für mich ist es einfach spannender, mein Wissen an einen Anfänger weiterzugeben. Das ist also so schon ein bisschen aus egoistischen Gründen, ja, als einfach eine super langsame Tour mit Profis machen. Das macht auch nicht so sehr Sinn, dann könnte man schon sagen, man macht das Ganze sportlich ein bisschen ambitionierter. Das wäre also dann mal eine andere Tour, dass man dann sagt, okay, jetzt gibt es mal die sportlich ambitionierte Variante und da sollte dann ein bisschen Erfahrung mitgebracht werden. Aber ich habe ja von vornherein gesagt, das hier ist eine Anfängertour, Einsteigertour und daher sollen die halt eben auch mit, weil das ist ja das Konzept, das dem Ganzen zugrunde liegt. Und zuletzt ist es ja so, dass man vielleicht unter Umständen Mann dazu neigt, wenn viele Männer zusammenkommen, die eine sportliche Aktivität ausüben, da ein wenig Konkurrenzdruck aufzubauen. Ja, wir kennen uns ja selber, uns Männer, und da kommt es ja schon mal vor, dass man dann schneller sein will als der da vorne und auf jeden Fall schneller als der da hinten, auch wenn man das nicht böse meint. Ich habe den Eindruck gehabt, bisher in reinen Männergruppen kommt es schon mal gerne mal vor, dass sich das Feld beim Wandern doch enorm weit auseinanderzieht. Zwar warten die vorne schon auch mal irgendwann, aber es ist halt für denjenigen, der immer ganz hinten ist und weiß, dass die vorne regelmäßig eine halbe Stunde extra Pause machen, bis man sie eingeholt hat, also jetzt in einem ganz krassen Fall, das ist halt einfach nicht so angenehm. Und ich möchte das gerne vermeiden. Und das kann man auf zwei Sa Sorten vermeiden. Entweder man nimmt jemanden mit, der grundsätzlich als Anker funktioniert, zum Beispiel einen Sandsack. Also jemand, der das emotional auch verkraftet, der durchgehende Anker zu sein. Oder eine Petromax-Laterne. Das ist auch eine schöne Möglichkeit. Das macht aber keinen Sinn auf einer Langstrecken-Trekking-Tour. Das ist dann einfach nur noch nervig. Das könnten wir wirklich machen, wenn wir eine reine Männertour wären. Dann hätte ich über so einen Schwachsinn sogar noch nachgedacht. Aber es gibt noch eine viel schönere Alternative, nämlich man nimmt einen gewissen Anteil an Frauen mit. Frauen haben viele praktische Eigenschaften. Oh Gott, das war ja wieder eine tolle Aussage. Unter anderem können ein oder zwei Frauen ganz enorm praktisch sein, wenn acht Männer versuchen, mit dem Kopf durch einen Felsen zu brechen, weil sie auf die andere Seite wollen. Die können nämlich darauf hinweisen, dass man auch außen herum gehen kann. Das ist so eine wundersame Eigenschaft von Frauen. Die haben manchmal eine etwas andere, durchaus hilfreiche Denkweise als unser eins. Manchmal. Meistens nerven sie, aber manchmal. Manchmal sind sie dann doch auch ganz hilfreich und das ist so die zugrunde liegende Absicht, weshalb ich bei der Tour ganz gerne die eine oder andere Frau dabei haben möchte. Die Dynamik einer reinen Männergruppe wird dann doch ein wenig auf ein, sagen wir mal, vernünftigeres Niveau heruntergehemmt. Ja. Und das kann wirklich nicht schaden. Es gibt dazu auch wirklich ganz hochseriöse psychologische Untersuchungen, was Gruppendynamik angeht und so weiter und so fort. Also jeder Gruppe tut es gut. Immer noch ein bis zwei bis drei Mitglieder des jeweils anderen Geschlechts drin zu haben. Auch reine Frauengruppen, das gibt halt Zickenterror ohne Ende. Da wird mir jetzt jeder Geschlechtsgenosse beipflichten, der sowas mal aus der Ferne irgendwie beobachtet hat und das große Grauen bekommen hat. Das ist nicht schön. Und auch da ist es dann hilfreich, wenn da noch zwei, drei Hähne in dem Korb drin sind, um das Ganze ein bisschen weniger eskalieren zu lassen. Jawohl. Wichtig. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass die Frauen dafür da sind, um immer hinten rumzulaufen und damit quasi die Männer Rücksicht auf die Frauen automatisch nehmen sollen. Das ist jetzt nicht so gedacht, ne? Also habe ich nicht gesagt, habe ich nicht so geplant. Es geht nur einfach darum, dass das insgesamt für eine andere Gruppendynamik sorgt, wenn einfach noch Mitglieder des anderen Geschlechts dabei sind. Nicht Ankerfunktion, also wirklich nicht. Ja, also Spaß beiseite, das meine ich echt nicht. So, ja, und das wäre es im Wesentlichen auch gewesen. Das waren jetzt noch so ein paar Sachen, die mir auf dem Herzen lagen, einfach das mal erklärt zu haben, wie kommt das jetzt zustande.
dass einige Leute mit dürfen und andere Leute dann halt eben wieder nicht, leider. Und wichtig halt eben nochmal das Angebot an diejenigen, die nicht mit können. Dürfen ist immer so ein beschissenes Wort. Ah, nicht mit können ist besser, weil es ist eine Notwendigkeit, einfach nur eine bestimmte Zahl an Personen mitnehmen zu können. Das ist halt eben Fakt. Für die möchte ich halt dann eben nochmal eine Exklusiveinladung auf die nächste Männer im Wald-Tour eben anbieten. Die könnte sein irgendwann im Frühjahr, auf keinen Fall dieses Jahr noch, also auf jeden Fall auch 2018, nur dass das auch schon mal gesagt ist. Dieses Jahr habe ich nämlich überhaupt keinen Urlaub mehr, keine Chance, da irgendwie noch was zu machen. Gut, das soll es gewesen sein, ne? Machet es gut und ich bin mal gespannt, ob ich dann von den Frauen, die tatsächlich mitkommen, getötet werde für die Sprüche, die da jetzt eben kamen. Macht's gut. Und lasst euch nicht betüxen.